das vergossene Blut eines kraftvollen Wesens kann die Nulldimension öffnen. Und was ist kraftvoller als ein mächtiges Dovahkiin? lol. Boah, nicht schlecht. Und jetzt geht der richtige Kampf los. Und jetzt? Wow, wie bist du so stark geworden? Drakos, hör auf! Nein, Alius hat uns versprochen, immer für uns da zu sein. Ich will ihn dazu bringen, dieses Versprechen zu halten. Ja, Gott, nein, wie kann das sein? Meine XP-Kugeln her, du Bastard. Ach, nimm dies. Ich habe ja auch noch nicht gebraucht, um ein weiteres Drachenblut wie ich es bin zu finden. Ja. Die gesamte Suche nach deiner Schwester, die Quest, habe ich mir ausgedacht. Drakot, bitte. Ich bitte dich, hör auf. Nein, Spyre, ich bin ein einmächtiges Drachenblut. Egal, wer von uns fällt, die Nulldimension wird sich in jedem Fall öffnen. Und der Alius wird endlich frei sein. Und meine Verschöpfung hoffentlich auch. Lol, one hit. Work. Alius, mein Freund, bald bist du frei. Drakot, nicht! Du und du. Was? Die Nulldimension öffnet sich, du Dovahkiin! Lauf! Okay. Dann rein mit uns. Nein, eine Barriere? Alius? Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben, Homie. Was immer in der Nulldimension gefangen war, es ist jetzt frei. Ich warte dich, dass du mir vergibst, Homie. Sorry. Tust du es? Das ist das Netteste, was eine Katze je zu mir gesagt hat. Ich bin ein Bastard, also, oh, wie lieb von dir. In Ordnung, Katzkollege. Es gibt nur noch dich und mich. Und die 9 mm, die du mir gerade im Kopf hältst. Lass uns auf die nächste Katzenquest gehen. Yay! Wir sind wieder zurück, es geht auch noch weiter. Wie kann das sein, Drakot? Keine Angst, ich bin ein Klon, den Drakot zurückgelassen hat. Drakot wollte, dass ihr beiden die Wahrheit erfahrt, falls er nicht überleben sollte. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Nö. Ich speichere erstmal. Vergiss die Scheiße hier. Erstmal drüber schlafen. Ja. Hä? Das ist Drakot Schlupfwinkel. Ich war einmal hier. All das sind Bücher zur Nulldimension, miau. Und einige von Drakots Notizen. Mir wird nie für das vergeben werden, was ich zu tun gedenke. Doch ich werde alles tun, um Alius zu befreien, selbst wenn ich dadurch zum Bösewicht werde. Das meinte Drakot von dir erfahren hat. Ich habe ihm ein Leben geschuldet, also zwang er mich, für ihn zu arbeiten. Es tut mir echt leid, Katzkollege. Hier muss es gewesen sein, wo Drakot gecatsnappt wurde. Hä? Hier ist ein Bild an seinem Bett. Ich werde immer bei dir sein. Immer. Alius. Wenn deine Katze eine Freundschaft schließt, vergisst sie dies nie. Ich hoffe, er ruht jetzt in Frieden, Homie. Doch die Nulldimension war ein Gefängnis für die bösartigste Kreaturin. Ich kann nur hoffen, dass nichts Bösartiges entkommen ist. Naja. Lebe wohl, Drakot, Homie. Love you, bro. Hä?
Krakot mag nun fortsehen, doch es gibt noch immer Katzen, die Hilfe brauchen, Nomi. Auf in so nächste Katzenabenteuer. Yay! Ein Unendlichkeitsding jetzt, oder was? Yay! Fühl ihn gerade sagen, Meister. Haben wir jetzt. Stirb, Mann! Was greift der mich an? Verrückt oder so? Ja, wohin? Wo gibt's noch Quests? Hallo? Questies? Questies? Juhu! Jetzt müssen wir mal kurz suchen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Es gibt angeblich noch Katzen, die unsere Hilfe brauchen. Ja, ich sehe aber keine. Hier ist auch nichts. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Vielleicht noch nicht jede Höhle besucht, aber egal. Okay. Jetzt ein Credit oder sowas erwartet. Abspanntechnisch. Irgendwas. Die Level 200 Höhle, ne? Ja, ja. Warte mal, wir können ja speichern irgendwo. Genau da. Aber, wir haben doch hier nirgends mehr Quests. Oder? Ne, hier ist nichts. Können wir da hochfliegen noch? Haben wir auch noch eine Höhle? Können wir reingehen? Aber ich glaube, wir haben eigentlich alles. Level 70, süß. Sind schon 11 Level drüber. Wow, das hat aber weh. Da hätte ich ein bisschen aufpassen sollen. Da bin ich doch ein bisschen aggressiv schreien, nö. Autsch, 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 Autsch. Eieieiei, das war ein bisschen doof von mir. Da war ich zu brutal. Ritterrüstung, ja, die interessiert mich noch besser. So, was haben wir hier Feines? Da, da, da. So, wir müssen es noch heilen. Ah, nö. Drecksviecher, ich hasse die. Können die mal sterben? So. So, last but not least. Halleluja. So, aufmachen. Toll Schwert, super. Slashy Schwert, wuhu. Das war's, okay, und raus. Will der uns echt sagen, dass wir alles haben? Oh, ganz unbesiegbar für mich natürlich noch nicht. Will ich dazu sagen. Da fehlen noch ein paar Level. halt, Münze. Machen wir auch noch ein Dorf. Wir sind in der Höhle, gehen wir kurz hin. Und werden dann mal kurz, ob wir noch speichern.
Ja, ich glaube, wir haben es echt, Leute. Wir haben es durch. Schade, dass es keine Credits zum Ende hingab, aber gut, okay. Cooles Spiel auf jeden Fall. Mega geil gemacht. Bin mal gespannt, wie das nächste aussieht. Ja, 65, lol. Verarsche? Ja, verarsche. Ah, ja. Aha. Aha. Ah, jetzt. Doch nicht. Ach, die Schnauze, komm ich nochmal wieder ran. Jetzt. Boah, das soll aber jetzt 5, eh, du. Alter Zinnober, das hat gezwiebelt. So. Nach rechts kommen wir noch. Oh, war da ein Fragezeichen? Ja, wir haben noch Quests. Das Kartoffelrätsel. Feuer. Hör auf, das Kartoffel. Diese Katztoffeln anzubauen. Meine Kätzchen sind krank geworden, nachdem sie es roh gegessen hatten. Selber schuld. Ja, es gibt noch mehr. Warnung, friss sie nicht. Roh. Koch sie erst. Lass uns jetzt mal Kätzchen mal dazu fragen. Bauer, ich soll das mit diesen Beschwerden auf die Tafel. Welche Beschwerden? Ach, die? Wuff. Ich meine, miau. Du hast die Kartoffeln gefunden. Deine Farm ist die einzige, die sie hat. Sie sind einfach gewachsen. Ich habe eine Suppe getan. Und es schmeckte wufftastisch. Also wollte ich sie mit anderen teilen. Wufftastisch? Wir nehmen eine mit, um sie zu prüfen, Homie. Wir sind jeder runter, sehr gut. Dann können wir dann kurz mal speichern. Nee, wir müssen speichern. Schlafen. So. Zip. Miau, ist das nicht Puss aus I aus Tatzenstadt? Puss I, was machst du hier? Ich lasse dich ein Labor ein. Perfekt, kannst du diese Kartoffeln auf ihre Herkunft überprüfen hier. Faszinierend. Beeil mich. Wie wär's, wenn wir dieses Kätzchen hier fragen, ob sie etwas gesehen hat? Bauer, gibt's denn keinen von Kartoffelbauernhof? Ja, von dort sind viele Grabegeräusche zu hören. Wer auch immer dort lebt, liebt das Graben, Homies. Bauer, weißt du etwas für Kartoffelbauernhof? Ich glaube, dass die Vorräte immer nur nachts geliefert werden. So mausend verdächtig, wenn du mich fragst. Und hier war mal ein zu Besuch und hat dabei stark gesabbert. Wie stark? Was verbirgt dieser Bauer? Er ist ein Hund. Bauern, wisst? Ja, wir haben von dir gehört und ja, wir hören verrückte Geräusche. Manchmal wie Wuff Wuff oder Bell Bell. Wuff Wuff. Schnell zurück, Homies. Pussy, warte, du bist echt schnell, Homie. Diese Kartoffel benötigt eine bestimmte Art Erde, die in Feelingard nicht zu finden ist. Sie stammt also aus Lupusreich, nicht diese Hunde. Fellknäule, Katztoffeln sind gefährlich für uns, nicht? Nur wenn sie roh gefressen werden. Wir sollten hier keinen Ärger anzetteln. Wir haben einen zugefährdeten Waffenstillstand mit ihnen. Wir wollen doch keinen weiteren Krieg. Oh doch. Wir gehen zum Bauern hin und werden ihn zur Rede stellen. Erstmal schlafen darüber. So, dazwischen kommen wir durch. Juhu! Warte, ein Mounts-Minute, schau. Yes!
So, Damage erhöhen. Yo, Drache, was geht? So, nehmen wir erledigt. Der Baum hier ist weg. Er versucht, mit diesem Monster eine seine Spur zu erfrischen. Schau, ist ein falscher Katzenkopf. Den hat er getragen, um seine Identität zu verbergen, Homie. Und das ist noch eine Mitteilung. Neugierig ist der Katze tot. Wir werden nur dann auftauchen, falls Catfest beliebt genug wird. Wuff! LOL. Warte, hier ist doch etwas Zurückgelassenes. Herrenhut! Wir sollten diese Hunde besser im Auge behalten, für den Fall, dass sie zurückkommen. Haha, LOL. Wenn dann Dogfest rauskommt, dann lache ich. Katzenretter. Freigeschalten. Süß, aber ich glaube jetzt... Wir können hier mal kurz gucken, da drüben haben wir noch eine Höhle, die haben wir noch nicht erkundet, die gucken wir uns noch an. Ach Gott, Level 16, da war ich nicht drin. Ach, das war die hässliche, okay, ich weiß auch warum. Arsch, okay, das heißt ein bisschen weh, ich muss noch ein bisschen aufpassen, ich bin nicht unbesiegbar, Bubble. Ja, komm, mach den komischen Angriff hier. So. Komm. Au, das tut voll weh. Ich bin noch eine arme kleine Mietekatze. Wie kannst du nur? Ah, zu wenig Mana. Hui. Ja, zu viel Ware. E-Beams, Plastics. Ja, genau. Jesus, Mutter Gottes. So, kurz wegfrittieren. Huiuiui, es geht aufs Leben knapp. Das ist immer doof, wenn die Viecher so scheiß Ausgangspositionen haben. Wie die zum Beispiel. Hallo, ja komm. Put. Komm her. Hier rüber. So, komm. Ja. Komm. Komm her. So. Hoffe. Kleiner frittiert. Au. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Jetzt sterbe ich gleich wieder. Ich will doch nicht sterben. So, fuck that. Hallöchen, Popöchen. So, kurz durchrollen. Hui. Nein, komm. Mach den Aqua-Angriff. So, ist fein. Doofes Viech. So. Gecleaned, perfekt. Nur wieder einmal schade, dass es hier nichts gibt. Ich weiß gar nicht, dass es hier keine Kisten gibt. Aber dann müssen wir wieder den ganzen Weg ablaufen. Nee, ich hab keinen Bock. Ich geh mal raus. So. Mal hier gucken. Da ist kein Dorf auf dem Radar. Schade. Also gut, das hier, aber ja. Gut, aber zu einer Wand. Es war. Also, hä, was mache ich hier? So. Ich denke, wir haben Cat Quest durch. Und es war auf jeden Fall irgendwie gespielt. Und so hoffen wir uns. Sehen uns nächstes Mal in einer anderen Geschichte, in einem Leben. Wir werden vielleicht das hier noch im Stream weiter prügeln und gucken, was wir so treiben können. Trotzdem,
War's geil, war mega toll. Ich hoffe, Dog Quest kommt dann raus. Aber in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.